heißt herzlich willkommen zurück in der nächsten Anno 2205-Folge. Diesmal im Orbit über unserem Planeten, nachdem wir beim letzten Mal die Mission hier, diese ausgegraute, beendet hatten und jetzt einmal in die gemäßigte Zone springen müssen, um ein wenig Geld zu verdienen, denn wir haben nur noch 83.000 und minus 2.000 in der Bilanz. Das ist schlecht. Auch einen guten Preis. Ach, Nick, halt doch die Klappe. So, laden, 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 das dauert jetzt wieder. Also wir waren schon mal näher an den 2 Millionen, als wir es jetzt sind. Minus 2000, echt nicht schön. Wir müssen mal einmal gucken, warum das so ist, ob irgendwas fehlt. Eigentlich außer bionischen Erweiterungen nicht. Zumindest sehe ich jetzt hier nur das Zeichen für bionische Erweiterungen. Dann müssen wir mal gucken, woran es liegt. Vielleicht ein bisschen ausbauen, mal gucken. Ein paar Sachen verkaufen wäre natürlich auch schön. Wir bräuchten natürlich Quantencomputer, aber die haben wir noch nicht. So, wie sieht es denn aus? Wasser und alles ist da, das ist kein Problem. Neuroimplantate sind ebenfalls da. Bionische Erweiterung, 20 Stück! Oh Gott, wie viele sollen wir denn bauen? Oh Mann, der Transport wird auch noch so teuer. Wir wollten unter anderem nachgucken, ob wir nicht mal einmal Verjüngungskuren zum Mond schicken. Ach, das ging ja noch nicht, weil wir den Mond noch nicht ausgebaut haben. Stimmt, Achtung, ja, da war ja Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So. Gerade zwischen den beiden Folgen kam beim Stream bei Twitch die Frage, ob der Stream vielleicht laggen könnte ein wenig und da was nicht funktioniert. Die Antwort darauf gerade war jetzt von mir, dass der Server wohl nicht ganz so läuft, wie er soll bei Twitch anscheinend. Denn ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Ich habe einen stabilen Upstream. Ich gucke den Stream auch parallel auf dem Laptop noch mit. Und da läuft er auch ohne Probleme und ja, die Aussage war gerade von einem Zuschauer, dass es an seinem Internet nicht liegen kann, weil Upstream, Downstream funktionieren. Ja, tun sie bei mir auch. Daran liegt es dann, also liegt es dann wirklich wohl an den Twitch-Servern. Könnte daran liegen, dass ich kein Premium oder Turbo oder wie es auch immer heißt bin, keine Ahnung. Habe ich nicht viel mit zu tun und damit bin ich nun mal auf der Prioritätenliste nicht unbedingt ganz oben. So. Meine Leitung kriegt sowas eigentlich auch ohne Probleme hin. Das sind 10 Mbit up und 200 down. Das sollte kein Problem sein. Aber, naja. Oder 10,5 up und 206 down. Irgendwie sowas. Im letzten Test. Vor der Aufnahme. Ich wollte gucken, was wir verkaufen können. Haben wir irgendwas, was sich zu verkaufen lohnt? 11 Intelliware, glaube ich, weniger. Wir könnten vielleicht aus der Arktis Superlegierung verkaufen. Lohnt sich sowas? Wir brauchen ja gerade keine. Na, wo haben wir denn alles? Superlegierung, da sind sie doch. Löschen, brauchen wir gerade nicht. Weg damit. Dann hätte ich gerne eine neue Handelsroute. Arktisgüter, Superlegierungen. Von da oben nach da, bitte, dankeschön. 13k, nice. Nehmen wir. Damit sind wir schon nett im Plus. Was haben wir denn sonst noch? Wir hatten noch Intelliware, lässt sich eigentlich auch mal ganz gut verkaufen. Von da nach da. 10 Einheiten, bringt das was? Naja, nicht viel, aber es bringt was. 10 verkaufen, wir einen in Reserve. Billig einkaufen und teuer verkaufen. Das du bringst 2000 ein nach wie vor. Wir könnten das sogar im Moment ein bisschen erhöhen. 40 Einheiten verkaufen. Billig einkaufen und teuer verkaufen. Haben wir noch irgendwas, was sich zu verkaufen lohnt? Mondgüter auf keinen Fall. Arktisgüter wahrscheinlich auch eher nicht. Wie sieht's denn aus mit dem Kram? 7 Gourmet-Menüs, können wir denn? Wir könnten, bringt aber nicht viel, bringt uns nur 1700, das ist es nicht wert. Das lohnt sich nicht wirklich. Können wir Biopolymer denn verkaufen? Davon haben wir immer noch 80, vielleicht bringt das ja doch ein bisschen Geld. Ich guck mal, 70 Cent sind zwar nicht viel, aber immerhin, bei der Menge bringt es auch 2,7. Die Waren gehen raus. Damit haben wir erstmal wieder 19k plus, damit können wir erstmal wieder Geld verdienen, das ist okay. Informationen. Und dann können wir jetzt doch den Mond laden und uns darum kümmern. Ich hatte ja nur halt Sorge, dass wir mit minus 2000 Bilanz den Mond nicht wirklich betreiben können. Weil, ja, wenn ich jetzt auf den Mond gehe und schon im Negativen bin und da irgendwas ausbaue, dann fallen wir nur noch tiefer ins Negative. Und das bringt nicht wirklich was. Das hilft keinem. Wir haben jetzt auch 242 Magnetit. Damit können wir sogar erstmal ein bisschen was machen. Das Kraftwerk ausbauen und die Produktionen und so. Also da können wir jetzt erstmal richtig schön auf die Kacke hauen für die nächsten 5 Minuten.
Kraftwerk. Du bist das Erste, weil dich brauche ich auf jeden Fall. Friss. Haben 750 Energie. Das ist schon mal schön. Titan ist zwar schön und gut, brauchen wir aber jetzt gerade nicht zwangsläufig. Auch Eis brauchen wir gerade nicht zwangsläufig. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch im Moment noch nicht ausbauen. Erstmal sind die wichtig. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Verjüngungskuren, ja, ja, kriegt ihr später. So, jetzt hätte ich gerne erstmal hier die Fabriken ausgebaut. Ich bin in der falschen, ich hätte gerne mit der angefangen. Da kann ich nur noch so einen hinterbauen, na, das ist ja blöd. Na gut, dann ist das eben so. So, da können wir aber... ja, mit zwei Abstand geht's, aber ansonsten auch nicht. Aber so geht's halt. Ja, es liegt außerhalb. Ich weiß, das macht aber nicht wirklich was, weil ich kann das Ding ja verschieben. Kann ich das da hin? Reicht das? Ich glaube, das reicht. Oder? Reicht das nicht? Reicht das? Reicht das nicht? Nein, reicht nicht. Verdammt. Gut, dann lassen wir das Transportzentrum mal nach da wandern und können dann das Ding da hinstellen. Und damit läuft's wieder. Sehr schön. Müssen wir gleich auch auf jeden Fall ausbauen. 5 reicht auch auf gar keinen Fall. Wir brauchen viel, viel mehr. Viel, viel, viel mehr. Wir brauchen so viel mehr bionische Erweiterung. Das ist echt nicht mehr lustig. Wir brauchen mindestens 20, die wir zur Erde schicken müssen. In Überproduktion halt. Also können wir hier noch ganz ordentlich ausbauen. Geht's dahinter weiter. 7 sind wir gerade mal. 8 jetzt. Ah, Mann, dieses blöde Bautool. So, die Straße kam gerade die ganze Zeit dazwischen. Das passt nur so, aber ist okay. Da kann ich nicht rausbauen, sonst bin ich wieder im nicht geschützten Bereich. Da passt auch noch eins hinter. 10. Und Ende. Damit haben wir schon wieder zu wenig Energie. Ich wusste doch, die nächsten 5 Minuten war schon optimistisch. Energiebedarf zu hoch. Ja, ja, Energiebedarf zu hoch, bla bla. Hier, Energiebedarf. Wir haben genug Energie. 150 zwar nur, aber immerhin. So, wie viele haben wir jetzt? 14. Ich sagte doch, wir kommen nicht weit. Ausgebaut, ausgebaut. Da haben wir schon wieder zu wenig Energie. Traumhaft. Das heißt, wir dürfen uns jetzt hier schon in den nächsten Teil vorwagen. Unsere Bilanz ist schon nur noch bei 5000. Oh Gott. Wir dürfen uns da noch ein Kraftwerk hinstellen, was jetzt sowohl der Strahlung im Moment ausgesetzt ist, als auch noch alles andere kriegt. So. Sollte jetzt laufen. Wir sollten wieder 400 Energie haben. Wir brauchen viel mehr bionische Erweiterung. Doch mal die Straßen weg. Also mach das Straßenbautool doch mal weg. So. Ja, da müssen wir gleich auch noch einen tollen Strahlungshämmer hinbauen, also ein Schutzschild. Stellen wir mal so hier hin. Jetzt muss ich mir da nur irgendwie noch eine Straße dran mogeln. Irgendwie so. Hallo? Hallo? So, jetzt aber. Was ist dran? Jetzt haben wir schon wieder zu wenig Energie. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Unsere Bilanz 500 plus, naja. 450 Energie. Oh, Ruckler. Und irgendwie ist bei mir gerade auch wieder der Stream stehen geblieben. Was, irgendwas stimmt mit den Servern nicht, also eindeutig. So, wie viele haben wir denn jetzt? 21, ja, damit kann man doch erstmal arbeiten. Ich meine, ich hätte gerne ein paar mehr, um die zu verkaufen, aber ich befürchte fast, dass die Produktionskosten die Verkaufserlös übersteigen würden. Deswegen lassen wir das. So, bionische Erweiterungen. Vom Mond. Verdammt, wir müssen erst den Mond ausbauen. Ich hab's vergessen. Ich neige dazu, solche Kleinigkeiten ab und zu mal zu vergessen. Ausbauen bitte, dankeschön. Die Landeplätze sind bereit für Frachtshuttles. Jetzt können sie interorbitale Transportrouten einrichten. Es wird ja auch Zeit. Aber das heißt nicht, dass ihre Kolonie sicher ist. Die Versorgungslinien von der Erde sind leichte Ziele. Ich empfehle, dass sie ihre Kolonie so unabhängig und autark wie möglich machen. Machen wir doch. Wir schicken nur runter, was wir auch brauchen. 3000 für 10 Einheiten. Das heißt, ich könnte mit 6020 Einheiten runterbringen, statt mit 10. Das machen wir doch. Verbindung ja, Fuchs und so. Ich hoffe mal, das funktioniert.
Ach, 11 geht auch. Geil. Jetzt haben wir zwei Routen auf und bezahlen nur 6.000 anstatt 10. Also ein bisschen gespart. Zwar nicht super viel, aber immerhin. So, jetzt könnten wir noch Verjüngungskuren da hochschicken. Da bräuchten wir diese Ware von da nach da. Kostet auch 3.000. Feuer genug, der Spaß. Hier sind ihre Kolonisten immer zu kosmischer Strahlung ausgesetzt. So. Ihre Raumanzüge halten etwas davon ab. Der Rest wird von starker Medizin wie dieser neutralisiert. Na klar! Kosmische Strahlung wird reduziert durch, naja, Algen-irgendwas-Injektionen, Verjüngungskuren. Immer wieder lukrative Aufträge. Kann der Sektor jetzt mal ein bisschen schneller laden? Wir haben nicht mehr so wirklich viel Geld. Firmenaufstieg! Sehr schön, das war jetzt unsere Rettung. Das hat uns ein bisschen Geld gebracht. Juhu! Ah, sehr schön. Meine Güte. Das hat uns jetzt gerade den Arsch gerettet, dass wir mal eben 160.000, 170.000 mal eben so geschenkt gekriegt haben. Das war schon sehr hilfreich, dankeschön. Und wir haben Magnetit und alles andere auch noch gekriegt. Das ist alles gerade zweitrangig. Wir könnten noch Baubots verkaufen, davon haben wir auch 60 Überschuss. Wählen wir Baubots aus, von da nach da. Ah, Limit erreicht. Gut, dann müssten wir mal einmal kurz eine der Routen hier cutten. Die bringt am wenigsten. Ja, ich bin mir sicher, dass ich die cutten möchte. Werden Kapazitäten frei. Ja, genau. Es werden Kapazitäten frei. Die möchte ich bitte nutzen. Von da nach da. Immerhin, 4.000. Das bringt mehr. Das bringt deutlich mehr. Was, wenn ich damit runtergehe? Dann lohnt sich das nicht, ne? Ich hätte gerne noch... Ne, minus 20 ist schlecht. Ich hätte gerne noch so mindestens 5 in Reserve, die wir selber brauchen. Billig einkaufen und teuer verkaufen. Damit kriegen wir nämlich auch wieder ein bisschen Geld. So. Verbindung wird hergestellt. 2.000 minus, Tendenz steigend, besser. So, jetzt wollen die ersten von denen auch aufsteigen. Das ist natürlich eine wunderbare Sache. Dann nehmen wir mal diese Ecke hier und sagen denen mal, mach doch. Ja, wirklich sehr attraktive Anwesen. Ja, direkt hier in der Mitte, auf dem nah am Wasser und so. Perfekter Blick. Ich kann ja mal einmal... hier so in die Postkarte gehen. Guckt euch das mal an. Ey, da oben stehen eure Prunkhäuser. Sieht das geil aus, oder was? Bisschen laut vielleicht hier an dem Damm, aber mein Gott, ey, guckt euch das mal an, wo die Dinger stehen. Ist doch mal voll geil, oder? Hammer, hammer geil. Gut gemacht. Jetzt sollten sie sich konsolidieren, bevor die Welle des Erfolgs abflacht. Ja. Wieder Credits gekriegt, das ist schön. Wir brauchen Geld, unsere Bilanzen steigen auch, das ist sehr schön. Was wolltet ihr denn nochmal? Oh, Replikatoren, Quantencomputer, Schwerkraftkompensatoren, Androiden und Unterhaltung. Ja, Prostmahlzeit. Erstmal müssten wir uns jetzt darum kümmern, dass wir vielleicht in der Arktis die Energietransmitter-Dinger bauen, weil da brauchen wir ja die Deuterium-Teile für. Ich komme gerade nicht drauf. Fusionsenergiezellen hießen die Dinger so, jetzt aber. Transferroute ineffizient. Was? Transferroute ineffizient? Was? Ich könnte dir helfen, welche zu bekommen. Das ist die falsche. Ich hätte gerne die mal einmal gesehen. Wir verkaufen 40 Einheiten, haben deswegen minus 4. Ja, dann nehmen wir das zurück. Dann löschen wir diese Route jetzt komplett, weil es sich einfach nicht mehr lohnt wahrscheinlich. Obwohl, wie weit, wenn ich hier runtergehe auf die 200 Einheiten, kriege ich immer noch 2.000 raus. Okay, das ist okay. Die Waren gehen raus. Dann nehmen wir das. Haben wir sonst noch irgendeinen Mangel? Eigentlich nicht, ne? Gut, dann verarbeite Informationen. Ja, Geheimhaltung, bla bla. So, wir bräuchten bitte Deuterium. Das müssten wir hier kriegen. Da ist es schon. Hier hätten wir ja nur ein bisschen Deuterium. So viel braucht man davon ja nicht. Bisschen schweres Wasser. Transferroute ineffizient. Das sind jetzt... Oh, wieder Energiemangel. Das kann doch nie wahr sein. So, Energie haben wir jetzt auch wieder. Warnung. Jetzt haben wir zu wenig Transporter. Nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, Gourmet-Menüs kriegt ihr noch nicht. Also Luxuskost, vergesst es. So, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Soweit. Wir haben Fusionsenergiezellen. Das heißt, wir könnten ein Upgrade starten, glaube ich. Wir brauchen dafür Fusionsenergiezellen. Okay, und wie kriegen wir die Dinger? Noch gar nicht. Das ist ja schon mal sehr schön. Das waren jetzt auch Deuterium-Siebe. Gut, dann bräuchten wir jetzt die Kühler. Wir müssen also jetzt, ob wir wollen oder nicht, an die Quantencomputer dran.
Ja, hoi, das wird lustig. Da brauchen wir Methaneis und Deuterium für. Das bauen wir direkt hier drüben. Dann haben wir das alles so halbwegs auf einem Fleck. War doch hier? Oder war das hier unten? Habe ich das jetzt hier gebaut? Ja, ich habe hier gebaut. Das heißt, ich baue jetzt auch hier den Rest hin. Wir hätten dann gerne Superkühler. Die stelle ich mal dahin. Produktion 2 Superkühler. Reicht nicht. Firmenstufe aufgestiegen. Oh, schön. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Aber das reicht auf keinen Fall. Das heißt, wir stellen hier direkt 3 Stück nebeneinander hin. Wir haben schon wieder zu wenig Energie. Können auch gleich die Deuterium-Produktion ausbauen. Haben wir hier noch einen Bauplatz? Ja. Denn das kriegen wir mit Methaneis gleich nicht gedeckt. Wir brauchen das Methaneis anderweitig. Das heißt, wir müssen Energie auf diese Art hier produzieren. Auf Geothermie-Energie im Moment umsteigen. Geothermische Energie. Meine Güte, was ist denn los heute mit mir? Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Energie sollte wieder da sein. Neuroimplantate, echt? Nö, sehe ich aber anders. Das lag nur daran, dass wir gerade keine Energie mehr hatten. Deuterium haben wir jetzt mehr als genug, sogar viel zu viel, aber wir werden das eh noch brauchen für Fusionsenergie, deswegen lasse ich das jetzt mal eben stehen. Huch. Framerate ruckelt ganz ordentlich. Wir brauchen Molybdäm, Diamanten. Ja klar, Diamanten sind ein Problem. Das heißt, wir müssen immer noch an die Firma. Nochmal einmal hier runter. Wir haben vergessen, die Diamanten zu besorgen. Die müssten wir nämlich jetzt eigentlich kriegen. Was machst du hier draußen, mein Freund? So ein Glück für uns beide. Klappe zu. 500.000 haben wir schon. Das heißt, wir können fast anfangen umzubauen. Es fehlen nur noch 2 Millionen. Oh Mann. Echt, Energie ist gerade unser größter Kostenfaktor, würde ich fast sagen. Wir haben jede Menge Gezeitenkraftwerke, Windkraftwerke, Methankraftwerke, Geothermiekraftwerke. Wir haben so einen hohen Energiebedarf und das frisst jede Menge Geld. Wenn wir das loswerden könnten, wären wir schon ein riesen Problem los, glaube ich. Aber das dauert leider noch eine ganze Weile. Ich brauche von den Investoren die Diamanten. Oh, endlich, es wird ja auch Zeit. So. Hier? Oder wo war das? Irgendwo war hier so eine wunderschöne, genau, hier oben war so eine wunderbare Mining-Ecke. Don't mine at night und so. Aber hier können wir mal. Ah, perfekt. Diamanten die erste. Und das Ding wird gleich ausgebaut. Hopp, hopp. Brauchen wir sowieso noch mehr von, das weiß ich jetzt schon. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Was ist denn das Verbrauchsgut? Quantencomputer und Replikatoren, die braucht ihr nicht zwangsläufig. Das ist kein Gebrauchsgut, was ihr wirklich zwangsläufig zum Überleben braucht. Also mache ich mir da jetzt mal gar keinen Stress. So, kriegen wir sogar eine zweispurige durch, weil ich es mal eine Diamantenstraße. Also die muss ordentlich sein und bauen können wir da sowieso nichts. Eine dritte geht da auch noch? Komm, geht noch eine dritte Lane? Ja, schön. Guck mal, voll übertriebene Straße mitten im Nichts. Aber sie passt dann halt einfach so gut zu der hier. Machen wir hier mal so richtig schöne Minecraft-Straßen drauf. Guck mal, ist das nicht toll? Ups, wo willst du hin, Straße? Was machst du denn da? So, so eine richtig fette Minecraft-Boulevardstraße. Richtig groß und übertrieben, wie sich das so nicht gehört. So, Diamanten haben wir jetzt wie viele? Diamanten, Diamanten, Diamanten. Diamanten. Wir haben zu wenig Intelliware, da müssen wir einmal in die Handelsroute. 30 Diamanten, damit können wir doch erstmal was machen. So, die Handelsroute Intelliware, die müssten wir mal einmal editieren, denn wir haben zu wenig. Die Waren gehen raus. So. Und ich hätte gerne eine neue Handelsroute, und zwar mit Diamanten. Von da nach da. Ich hätte gerne erstmal nicht so viele. Ich glaube, 20 reichen mir erstmal locker. Nicht 21,20. Ich möchte nur 200 bezahlen. Verbindung wird hergestellt. Dann haben wir nämlich auch das, springen da jetzt hoch und bauen dann endlich diese verdammten Quantencomputer, die wir in 3 Sektoren brauchen, meine Güte. Wir brauchen die in der Tundra, wir brauchen die in der Gemäßigten und ich meine auch, wir brauchen sie nach einer Weile auch hier oben in der Arktis. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sie hier auch brauchten. Aber wie dem auch sei, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Das heißt, wir haben jetzt die Diamanten da, in Klammern hoffe ich. Diamanten, Diamanten, gemäßigte Zone. Diamanten, jawohl. Wir schicken noch nur 20, wo kommen die 21 her? Habe ich da nicht gerade gesagt, wir sollen nur 20 schicken, weil das sonst mehr Geld kostet? Ja, habe ich gesagt, oder? 20. So, leck mich. Bezahl nicht mehr. Verarbeite Informationen. Mensch,
Kundenanalysen zeigen unerfüllte entspannen wir uns doch mal wieder hier. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein, was dir für einen Stress anmachen, ey. So, Methaneis war das nächste, was wir in großen Mengen brauchten. Das heißt, auch diese Produktion wird mal direkt voll ausgebaut. Und jetzt brauchen wir... das hatten wir schon. Methaneis, Deuterium. Jo. Wie viel haben wir an beidem? Haben wir genug und haben wir genug. Das heißt, wir können auch die Dinger noch ganz entspannt ausbauen. Ja. Werden wir müssen. Dann haben wir jetzt hier Molybdän und Diamanten zu besorgen. Auch das sollte kein großes Problem darstellen. Output von Transferrouten bei 0. Das haben wir jetzt schon wieder. Zu wenig Mitarbeiter. Boah, das ist doch nicht normal. Mehr wollen wieder nicht aufsteigen, ist klar. Haben wir hier noch Platz, wo wir noch Leute hinbauen können? Bestimmt, ne? Hier ist doch Kraftwerk und so, da kann man doch noch Leute nebenpflanzen. Hier oben auch. Da möchte ich eigentlich nicht zu weit bauen, weil ich da noch die Neuroimplantatfabrik ausbauen können möchte. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. So, ja, ja, zu wenig Arbeitskräfte sind in Arbeit. Ich habe die Meldung ja gehört und gekonnt ignoriert. So, das sollte jetzt erstmal an Arbeitskräften wieder genug sein, denke ich mal. So. Dann brauchen wir hier oben noch ein Gemeinschaftszentrum. Stellen wir es da hin? Ne, lieber hier. Das ist zentraler. Das haben wir schon mal. Dann könnten wir hier auch noch mal einmal... Obwohl, das wird wieder jede Menge Energie fressen. Da habe ich keinen Bock drauf. Sonst könnten wir hier noch so ein Geheimhaltungszentrum hinklatschen. Jetzt haben wir wieder über 200 Mitarbeiter. Da können wir was mit machen. Mein Gott, dann müssen die halt pendeln hier rüber. Was soll's. So. Damit haben wir dann auch die Super-Dinger. Die Prozessoren. Super-Dinger, genau. Toller Titel. Die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Gut, dann... Alles klar, Diamanten haben wir jetzt bekommen. Ich möchte nochmal einmal für den Endscreen, tut mir leid, für den Endscreen muss ich noch einmal in die gemäßigte Zone springen und erspare ich dann das zweite Laden auch für die nächste Folge, indem ich das zwischen den beiden Cuts mache. Aber erstmal muss das jetzt sein. Na los, lade. Ich würde bitte gerne zu den Diamantenminen und oder zu unseren gerade aufgestiegenen Investoren springen. Eins von beiden hätte ich gerne. Unsere Bilanzen sind wieder gerade unter aller Sau, werden aber wieder besser. Und wir haben Mangel an Bahnhöfen, an U-Bahn, an Transportation. Das finde ich aber blöd. Das finde ich ziemlich blöd, wenn wir das haben. Das kostet uns nämlich Geld. Gut, da haben wir eine Diamantenmine. Die möchte ich jetzt bitte mal einmal als Endscreen nehmen, denn die haben wir jetzt endlich gekriegt. Wir haben hauptsächlich zwar auf dem Mond die bionischen Erweiterungen heißen sie, ausgebaut und die jetzt auch hier runter geschafft. Das heißt, wir haben den Aufstieg zu den Investoren geschafft, endlich. Und jetzt wird's richtig lustig, denn jetzt müssen wir diese ganzen versnoppten Investoren mit dem, was sie haben wollen, versorgen. Was unter anderem Replikatoren wären und so ein ganzer Quatsch. Das wird noch richtig lustig. Aber immerhin können wir jetzt endlich Diamanten hier abbauen und damit dann auch endlich Quantencomputer, die wir ja schon, wie vorhin erwähnt, sowohl in der Tundra als auch hier benötigen. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, brauchen wir die auch demnächst und unter anderem in der Arktis, also in mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Zonen. Wird noch sehr lustig. Ich bin hier auf jeden Fall dann jetzt erstmal mit fast 4 Minuten Überlänge wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao, ciao.